Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, in dieser Folge wird man natürlich erstmal uns noch um unsere Ziegen kümmern müssen. Und zwar brauchen die dringend Wasser. Also da ist schon der Balken wirklich auf den roten Bereich. Und ja, da wird es langsam Zeit. Ja, vorher möchte ich hier nochmal den Glas hier sauber machen. Wir waren ja hier auf Feld 4 und 5 noch unterwegs. Und haben da Weizen angesät. Und ja, das werden wir dann später dann mal trocknen. Und natürlich dann wieder verkaufen, weil so viel Weizen brauchen wir ja nun wirklich nicht. Gut, ich werde das jetzt hier mal sauber machen. Das sieht ja richtig dreckig aus hier. Ja, und bei der BGA schauen wir dann auch nochmal vorbei. Da habe ich auch schon so ein bisschen angefangen. Aber da passt natürlich noch ein bisschen mehr rein. Und die werden wir dann auch gleich wieder in Betrieb nehmen. Weil das ist wirklich eine lukrative Sache. So, der Glas hier schon mal sauber. Machen wir hier die Amazone noch sauber. Und dann ist das alles wieder schick hier. So, ich glaube, das reicht schon. Hier nochmal ein bisschen. So, haben wir das auch erledigt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt los zu unseren Ziegen. Hier einmal auf das Ganze. Gehen hier rein. Na, jetzt. So, starten wir. Und werden den erstmal Wasser vorbeibringen. Ganz, ganz dringend. Ziegenmilch müssen wir eigentlich auch mal wiederholen dort. Ich glaube, die haben auch schon wieder einiges produziert. Damit wir dann natürlich auch weiter Ziegenkäse herstellen können. Ja, und übrigens, wenn ihr das Video heute seht, dann werde ich schon auf den OP-Tisch liegen. Und zwar wird mir heute die Stellschraube rausgenommen. Ich habe die ja jetzt 6 Wochen drin gehabt. Habe ja schon mal berichtet davon. Muss jetzt auch immer wieder zur Physiotherapie. Da war ich zum Beispiel heute gewesen. Also heute ist Montag. Und ja, am Mittwoch muss ich dann ins Krankenhaus und da wird dann quasi die Stellschraube rausgenommen. Und ich hoffe, in den nächsten Wochen klappt das dann auch wieder alles so mit Laufen und alles Mögliche. Momentan tue ich mich ja da noch ein bisschen schwer, aber das ist halt auch so ein bisschen die Angst. Man möchte auch jetzt in der Phase jetzt nichts falsch machen. So. Ja, und deswegen weiß ich jetzt noch nicht, inwiefern ich jetzt eure Kommentare natürlich auch durchlesen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier vielleicht einen Tag oder eine Nacht im Krankenhaus bleiben muss. Deswegen. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen, wie das wird. Wird natürlich auch alles in der Narkose gemacht. Dann wird das wieder zugenäht. Und ja, dann muss ich auch irgendwann wieder los zu meinem Hausarzt, der mir dann natürlich auch dann wieder die Fäden zieht. Ups, pass auf, Mensch. Ja, und das Ganze weiß ich eben halt noch nicht, wie mein Befinden da so ist in der Laufe der Woche. Also lasse ich mich selber mal ein bisschen überraschen, wie das Ganze wird. So, haben wir das auch erledigt. Steigt man hier wieder ein. Und fahren gleich weiter. Ja, da können wir eigentlich den Kühen auf der Weide auch nochmal Wasser vorbeibringen. Ich glaube, da wird es auch langsam Zeit. Und dann schauen wir nochmal bei der BGA vorbei, damit wir die natürlich auch noch ein bisschen füllen.
ist quasi so ein bisschen, ja, ich sag mal, die BGA muss wirklich immer laufen. Das ist quasi wie so ein extra Bonus, den wir da bekommen. Ja, ansonsten, Tiere sind soweit versorgt, beziehungsweise wir kümmern mich gerade hier ein bisschen drum. Wenn mir das auch erledigt ist. Und ja, dann habe ich mir auch noch so ein bisschen was überlegt. Die Hof Bergmann, die ist ja jetzt draußen und jeder kann die jetzt natürlich auch spielen. Also es ist nicht mehr nur für Supporter, sondern jetzt für jeden. Und da habe ich mir einfach mal überlegt, warum spielen wir denn nicht einfach mal die Hof Bergmann mit Season? Also ich habe mal in der Changelog durchgelesen, teilweise, dass wirklich die Map Season Ready ist, aber es gibt noch so ein paar kleine Probleme mit den Tieren, was ich jetzt eigentlich nicht so behaupten kann. Ich habe das Ganze ja auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Da ging bis jetzt eigentlich alles. Ich weiß nicht, was da nicht so wirklich stimmt. Aber ja, das möchte ich euch eigentlich so ein bisschen entscheiden lassen. Und zwar schreibt mir einfach mal in den Kommentaren, ob wir hier die Hof Bergmann mal mit Season spielen sollen, das Ganze. Oder ob ihr sagt, nee, Rico, lass das schon so. Das passt soweit. Also da, das Ganze liegt so ein bisschen natürlich auch an euch. So, fahren wir mal hier drauf. Halt. Wecken wir mal hier aus. Machen hier alles auf. Tür wieder zu. Und dann schauen wir mal. Ja, die brauchen auf jeden Fall auch wieder Mischration. Das wurde da ja natürlich auch so ein bisschen geändert. Das heißt, das sind ja Mischrationen. Glaub. Kann man ja auch hier sehen. Ach ja. TMR heißt das jetzt. Gewickelt Rinderfutter. So war das. Ist mir mal so aufgefallen. Das gab es, glaube ich, auf der Beta 2 noch nicht. Also das ist wohl jetzt neu mit dazugekommen. Bei dem Release von der Map. So, fahren wir gleich wieder hier raus. Steigen hier nochmal aus. Machen hier natürlich hier wieder alles zu. Nicht, dass wir uns noch abhauen hier. Das wäre natürlich nicht so schön. So, los geht's. Zurück zu unserem Hof. Tja, ansonsten, wie gesagt, also wir können das natürlich ausprobieren mit Season, die Hof Bergmann zu spielen. Ich habe es schon mal ein bisschen getestet. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man muss halt ziemlich viel warten natürlich. Das ist das A und O hier bei Season. Man hat wenig Geld. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schreibt es wie gesagt einfach mal in die Kommentare. Und wir schauen dann einfach mal. So, sind wir schon hier. Oh, jetzt habe ich die Tür gar nicht aufgemacht. ja, wir gehen jetzt schnell zur BGA. Da werden wir jetzt erstmal hier weitermachen. Und zwar ist die ja hier. Gehen wir mal auf Besuch. Und ein bisschen was habe ich ja schon eingefüllt. 12.000 Liter haben wir schon mal drin. Hier können wir gleich noch was erledigen, noch ein bisschen was reintun. Nehmen wir unseren Kramer hier. Ja, geht ja auch schon wieder bald die Grasdelage hier ein bisschen aus, würde ich sagen. Müssen wir auch mal wieder Gras machen.
unbedingt. So, einmal hier rein. Na. Jetzt. Jetzt klappt das Ganze hier. So, nehmen wir uns die nächsten raus. Ja, machen wir nochmal 4 Stück. Machen wir 4 Stück hier raus. Und weiter geht's hier. Also wie gesagt, die BGA, die muss wirklich immer, immer, immer laufen. Und das ist wirklich hier ein richtiges, gutes Ding, um hier an schnell Geld zu kommen. So, mache ich noch eine Ladung rein. Dann können wir das Ganze hier schon wieder anstellen. Kann die erstmal hier arbeiten, die BGA. So. Gut. Haben wir das auch erledigt schon mal? Was haben wir jetzt? 28.000? Ja, das passt schon. Kann das Ganze hier starten. Gut, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst natürlich auch ein Däumchen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ja, ich bin raus. Tschüss, macht's gut.